So, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar wird es sehr wahrscheinlich bald keine regelmäßigen Videos mehr geben, weil mein PC, wie ihr vielleicht ein paar von euch wissen es vielleicht schon, der stürzt die ganze Zeit ab. Deswegen habe ich auch hier vor kurzem mal ein Infovideo rausgehauen, dass ich nicht mehr streamen kann. Und ja, ich habe hier noch, glaube, guck mal, COD-Videos bis Ende Juli. Also bis 23. Juli. Xenoblade kommt noch bis 30. Juni. Da fehlt dann noch ein Part, den werde ich wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen. Also Xenoblade werde ich wahrscheinlich abschließen können. Weil da fehlt dann nur noch der 80. und einen, der 80. Part müsste dann der Part gegen den letzten Endboss sein. Das werde ich noch irgendwie hinkriegen. Das Projekt werde ich auf jeden Fall noch versuchen abzuschließen. Dann habe ich noch, ja, ich muss schon eine Seite zurück, um meine aktuellen Videos zu finden. Das ist, ich glaube, ich muss sogar auf Seite 3 zurück, um meine aktuellen Videos zu finden. Ah, okay, ne, Xenoblade Chronicles, ja genau, die hier sind alle hochgeladen. Da sind ein paar Streams, genau, Mario Party läuft noch bis 28. Juni. Das heißt, da habe ich 16 Parts. Das heißt, das Projekt werde ich auf jeden Fall nicht abschließen können. Da bin ich dann gleich fertig mit Coopers Party oder bin ich den letzten verwandt oder Cooper Party? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube, ich beende die Cooper Party und das beim Minispiel, das Minispiel fehlt mir. Das Minispiel und halt dann die letzte entscheidende Party. Und ja, bei SM64 Last Impact, da muss ich auf die dritte Seite zurück, um das zu finden. Bei Last Impact habe ich hochgeladen bis 19. Juni nur. Das heißt, Part 18 der. Ne, warte, Part 19 müsste ich eigentlich auch noch. Ich glaube, den neuen Part 19 kann ich noch hochladen. Oder habe ich irgendwo anders vielleicht übersehen? Ich glaube, also bis Part 19 müsste ich eigentlich haben. Also, das 19. ist, glaube ich, mal heute. Heute, der Montag. Das Video wird wahrscheinlich irgendwann am Wochenende kommen, also wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen das hier der Part sein, den ihr sehen werdet. Aber ich habe noch mindestens einen Part, das heißt bis nächste Woche ist noch sicher, bis der, wie viel der ist das? Das ist der 26. Das heißt, den ganzen Juni über habe ich noch. Bis 26. Und ja, danach muss ich gucken. Ich kann meine zurzeit vorbe also meine zurzeit vorproduzierten Videos nicht mehr rendern, da beim Rendern jedes Mal mein PC abstürzt, weil eben das zu aufwendig ist. Bei Xenoblade kann ich eben aufnehmen und gleich ungerendert hochladen, deswegen werde ich das Projekt auf jeden Fall beenden können. Nur Mario Party kann ich nicht beenden, weil da habe ich, glaube ich, jetzt schon 5, 6 Parts, also da habe ich die restlichen Parts fast alle vorproduziert. Ich will danach noch was von den Minispielen zeigen, von dem her kommen dann noch ein paar mehr Parts, als das was in der Story noch fehlt. Und ja, die kann ich eben nicht mehr rendern. Und daher werde ich diese Videos wahrscheinlich auch erst später bringen können. Außer ich finde da irgendwie vielleicht, dass ich mich da mit Dex zusammenrede, dass er mir die letzten drei Parts, die mir hier noch fehlen, vielleicht, dass er mir die rendert, wenn ich ihm die schicke. Dann kann ich die Projekte wenigstens beenden. Dann kann ich wenigstens beendete Projekte, also meine Projekte beenden und muss dann halt leider bis Weihnachten warten, bis ich mir einen neuen PC kaufen kann, weil da kriege ich ein bisschen was Geld gesponsert von meinen Eltern und so, die zahlen da ein bisschen was dazu, was mich sehr freut, dass ich mir da auch mal einen PC leisten kann und zwar dann einen ordentlichen Gamer-PC, der auch, ja, der auch was hermacht und nicht innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre wieder abkackt, sondern der soll dann schon mal 5 bis 10 Jahre halten, mindestens, dass da in den nächsten paar Jahren nichts mehr passiert. Deswegen werde ich mir da auch auf jeden Fall qualitativ hochwertigen PC holen. Der wird eben ein paar tausend Euro kosten. Ich schätze mal so 2, 3.000 wird das sicherlich kosten, wenn man dann aufwendigen und hochwertigen PC haben will. Deshalb ja. Würde ich eine Folge bis Juli. Also ich würde sagen, COD-Videos kann ich, was ich weiß, immer bringen. Also COD-Videos werde ich wahrscheinlich jeden Sonntag bringen.
Und meine Projekte werde ich versuchen, das mit Dex abzuklären, ob das irgendwie noch funktioniert, ob man mir die rendern kann, damit ich die Projekte, die Last Impact und Mario Party beenden kann. Ich hoffe, das funktioniert so. Und ja, dann kann ich wenigstens die Projekte beenden. Und dann wird dann irgendwann so Ende Juli werden dann COD-Videos wahrscheinlich sonntags immer noch kommen. Und ansonsten muss ich gucken, vielleicht, dass ich irgendwie vielleicht wieder ein paar Main-Klassiker raushaue, dass wenigstens irgendwelche Videos kommen. Dass irgendwelche kleinen Videos kommen, die nicht so aufwendig sind, wo mein PC nicht gleich überhitzt. Dass eben irgendwie irgendwas auf meinem PC, auf meinem Kanal läuft, dass der nicht bis Winter lahmgelegt ist. Das will ich nämlich auch nicht. Ich will wenigstens irgendwas bringen können auf meinem Kanal. Deshalb, wie gesagt, Xenoblade wird noch beendet, auf jeden Fall. Dann Mario Party und Last Impact. Muss ich gucken, wenn es nach Part 19, wie gesagt, Part 19 habe ich noch, also wenn Part 20 erscheint von Last Impact und ich glaube Part 16 oder 17 müsste es gewesen sein von Mario Party, dann wisst ihr, dass ich es geschafft habe, dass ich diese Projekte beenden kann. Ich hoffe, das funktioniert alles, wie gesagt. Tut mir leid an alle, die sich da so oft haben. Und falls ich meine, was ich noch sagen will, falls ich meine 200 Abonnenten irgendwann dieses Jahr noch hinkriegen sollte, ich bin jetzt gleich bei 190 ungefähr, also wenn ich die 10 Abonnenten noch dieses Jahr hinkriegen sollte, wird das Abo-Special auf jeden Fall irgendwann Jänner nächstes Jahr sofort nachgeholt. Denn geplant ist es schon längst, es ist auch schon größtenteils vorbereitet. Ich will aber jetzt nicht spoilern, was es ist. Und ja, das wird eben auf jeden Fall, falls ich dieses Jahr noch meine 200 Abonnenten erreichen sollte, wird das auf jeden Fall im Jänner gleich nachgeholt, sobald ich meinen neuen PC habe. Und ja, bevor ich jetzt noch zu viel labere und ich das Video wieder aufhängt und alles, würde ich sagen, das war's für dieses Jahr. Infovideo. Und ja, bis dann und auf Wiedersehen.